Hallo ihr Lieben, ich sitze heute bei Chiara und vielleicht, ihr kennt mich vielleicht noch nicht, ich bin Hans-Peter Mayo und ich habe was ganz Spezielles bekommen von der Schöpfung, das werde ich nachher vielleicht noch sagen. Und eben, wie gesagt, es ist so, ich hatte das Vergnügen, es war so schön, Chiara kennenlernen zu dürfen und sie wurde zu mir geführt und vielleicht kannst du sagen, Chiara, wie bist du zu mir geführt worden? Genau. Guten Abend, ihr Lieben. Ja, wie ich zu Hans-Peter geführt worden bin, ist so, dass ich Simone Langendörfer, ist eine YouTuberin, sie hatte ein Interview mit Hans-Peter und Hans-Peter hat sich da so ein bisschen vorgestellt und er hat Sachen gesagt, die sofort so für mich waren. Und da ging es eigentlich ausschließlich um unbewusste Blockaden lösen und dann dementsprechend seine Berufung zu leben, in das Urvertrauen zu kommen, in die Selbstliebe, Selbstsicherheit und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott. Einen Tag später oder 2 Tage später, ich weiß nicht genau, habe ich auf jeden Fall nachts ihn irgendwann auf seiner Webseite eine Mail geschrieben und nächsten Morgen, ihr glaubt es nicht, war schon die Antwort da und ich dachte mir nur, wow, okay. Dann haben wir schon gleich telefoniert und ja, und einen Tag später kam er zu mir. Ja, so ist es, so ganz geschehen. Wenn, ich sage immer so schön, wenn die Schöpfung eingreift, wird man zusammengeführt. Und sie hat jetzt zwei Dinge erwähnt: Liebe, Selbstliebe, Urvertrauen. Und das ist mein Spezial. Das ist das, was ich mache für Menschen. Ich mache viel energetisch, aber das ist vor allem, es geht um die Selbstliebe, dass die Menschen in ihre Selbstliebe kommen, ins Urvertrauen. Was heißt, die reinkommen, das ist ja alles schon angelegt. Aber ich aktiviere wieder das, dass es wieder nach außen kommt, versteht ihr? Weil ihr habt das alles in euch drin. Jetzt habe ich gesehen, Chiara hat so eine Talisman, ich habe jetzt auch eine genommen, ein Herz. Und um das geht es, schaut mal, um das geht es, das ist ein Talisman. Und wenn man diese Energie, die dieses Herz verkörpert, hier rein in das physische Herz reintun kann, dann kann das Herz nach außen gehen. Das ist ganz einfach. Wir lachen, es ist so, wir haben uns auch so kennengelernt auf eine spielerische Art. Wir sind beide sehr verspielt. Wir sind wie kleine Kinder. Wir haben zwar eine erwachsene Hülle. Wir sind in einer erwachsenen Hülle, aber wir sind wie kleine Kinder. Und das wollen wir euch auch vermitteln, die Leichtigkeit, die kleine Kinder haben. Und das ist das, was wir beide ganz stark leben. Und das kann, jetzt sage ich was Schönes, es kann auch bei gewissen Menschen abschrecken, die sagen, hey, sind die kindisch so. Aber ich sage euch, ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr in diese Kraft kommt, wo ich kann von mir sprechen, in diese Liebe kommt, in dieses Urvertrauen, was ich habe, kommt in eure Wahrheit, dann kommt das Lachen automatisch, ihr könnt nicht tanzen. Dann könnt ihr tanzen, springen, ihr könnt durch eine Stadt hüpfen, dann seid ihr wie die kleinen Kinder. Nicht, dass ich das immer tue, wenn ich Lust habe, mache ich es. Versteht ihr? Es kommt schon Energie. Das ist das. Ich mag, ich weiß, ich fokussiere bei den Menschen. Das möchte ich geben, auch den Menschen weitergeben, diese Leichtigkeit. Und darum, wir haben auch eine Sitzung gemacht. Ich habe eine Sitzung machen dürfen bei Chiara. Und wenn ich sage machen dürfen, ist nicht selbstverständlich, dass Menschen mich finden. Und ich kriege jetzt wieder Hühnerhaut, wenn ich die Menschen in ihre Kraft, in ihre Liebe führen kann. Da geht mir das Herz auf. Das ist meine Berufung. Und sie ist so, ich sage noch ganz kurz, wirklich ganz kurz, Sie könnt das einem anderen Video von mir auch noch schauen. Ich hatte als Kind einen Nahtod und ich hatte eine Berührung mit der Heiligen Maria, mit dieser Kraftenergie. Ich hatte mit göttlichen Kraft eine Berührung und seitdem hat sich mein Leben komplett verändert. Und das kann ich, diese Energie kann ich den Menschen wie weitergeben. Das habe ich auch bei Giar gemacht. Das einfach, ich lasse die Energien fließen und dann geschehen. Ich sage mal Wund, und es geht Wund, und man kann das ist ein Wort. Es geschehen Dinge, die der Verstand nicht nachvollziehen kann, versteht ihr? Das nenne ich Wunder. Genau. Und jetzt vielleicht kannst du mal sagen, Chiara, wie hast du das? Das war übrigens erst seit vor kurzem, vor einer Woche oder Letzte so. Woche Freitag war Genau. das. Und wir machen jetzt ein Video, sehr spannend, hä? Die Menschen kennen sich nicht. Doch, wir kennen uns schon lange in anderen Leben, ist
Städte, wir glauben beide ein anderes Leben, das wir schon mal gelebt haben. Wir waren schon mal zusammen und es finden die Seelen wieder zusammen und es fühlt sich einfach, ich sage so, es fühlt sich so, jetzt kommt sie, es fühlt sich so wunderbar an und das ist die Liebe, die Nächstenliebe unter den Menschen und das ist, will die Schöpfung, dass die Menschen wieder zusammenkommen in Liebe und das geht. Jetzt habe ich so, ich spüre immer dieses Herz, habe ich immer so und zeige es. In der Hand. Okay, nochmal, Chiara, eben, wir hatten letzte Woche eine Sitzung und jetzt kannst du mal sagen, wie du das empfunden hast oder was. Sag mal so, oder wie war der Anfang oder wie hat sich das für dich so angefühlt, vielleicht auch vor der Sitzung, weil die Menschen sind vielmals, wenn ich zu den Menschen gehe, sind sie etwas, was kommt jetzt? Gespannt und auch etwas unruhig oder einfach die Erwartung, was geschieht jetzt mit mir? Genau, okay, ja, was meinst du, wie? Das war jetzt sehr schön, wieder Erwartungen. Das Ding ist, ich bin wirklich kein Mensch mit Erwartungen. Ich habe einfach die Wohnung extrem neu gestaltet, wieder was verändert. Bis nachts um 21:30 habe ich gewurschtelt und gemacht und getan, weil ich hier noch nicht so lange wohne. Und das war eine Vorbereitung für mich innerlich. Und ich habe keine Erwartungen. Ich war einfach nur wahnsinnig aufgeregt. Ich habe ihn gesehen und es war für mich einfach. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gefühlt und ich dachte mir so, ich muss ihn kennenlernen. Ich weiß es nicht, es sollte sein. Und deswegen habe ich mich auch bei ihm gemeldet. Und ich fand es sehr faszinierend, dass Hans-Peter wirklich so schnell reagiert hat, auf mich eingegangen ist, weil er auch von der Urquelle halt auch einfach empfangen hat, dass es vielleicht bei mir noch nicht so gut läuft. Und er meinte dann auch gleich, ja, ich komme zu dir und so. Und dann hatten wir einen ganz schönen kleinen Austausch und dann war er da. Und ich bin total übersprudelt und ich musste ganz viel erzählen, ganz, ganz viel, ganz, ganz viel. Und irgendwann sind wir dann in die Sitzung reingehüpft. Und ja, da ist wahnsinnig viel passiert. In kürzester Geschwindigkeit. Also seine Hände sind wie Goldstücke. Also ganz magisch. Ich spüre seine Energie, die aus der Hand kommt. Das ist eine unglaublich. Also es wird dann ganz warm oder es kribbelt oder ja, es war. Also er hat mit seinen Händen bei mir gearbeitet und wir haben auch einen. Wie heißt das? Ho'oponopono, Verzeihungsritual unter anderem Mit noch meiner gemacht. Familie, mit meiner Familie gemacht. Aufgelöst, genau. Das kam dann auch noch, das Genau. sollte dann noch da mit rein. Also ich sag mal was kurz zu Ho'oponopono, ihr kennt es wahrscheinlich. Wir haben ein Vergebungs-Verzeihungsritual gemacht. Das heißt, wenn Energien, die zwischen Menschen sind, Eltern, Familien, Freunden oder sonst, kann man diese Energien, die zwischen euch und diesen Menschen sind, wie auflösen. Ich kann nur so sagen, es gibt verschiedene Techniken und ich bin ja jetzt noch nicht lange unterwegs, 2 Jahre, die Energien sind so stark, das geht alles ganz schnell. In der Schöpfung gibt es keine Zeit, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, weil bei mir spricht ja eine göttliche Stimme und die sagt immer, macht's einfach, spricht mit mir und vertraut mir und dann geschieht's. Genau, das haben wir gemacht, das war's Ho'oponopono. Und wie ging es dir danach, nach diesem Homo? Also wir haben ja Verschiedenes gemacht, innerhalb von 1 Stunde, 1,5 Stunden geht's normal. Also auch was mit Und Visualisieren. Ich habe dann auch sofort, er hat mir was von ja, wie immer. einem Wolfsbegleiter erzählt. Ihr wisst ja, ich bin ein Wolf und ich liebe Wölfe und ich jaule auch gerne. Genau, und so in die Richtung. Ich war überrascht, dass sie heult. Ja, es kommt manchmal ganz Ach, das ist wild auch, schön, ne? das ist schön, das finde ich schön, Genau, also der Wolf hat sich gezeigt, ja. dass der jetzt langsam zurückgeht und also ich verbinde den Wolf mit der starken Feuerenergie in mir, dieses Heranpreschende, vielleicht teilweise aggressive auch. Und jetzt ist er hat sich gezeigt mir, wunderschön. Und jetzt ist er einfach, geht in die Sanftheit und hält sich im Hintergrund, ist sowas wie eine Art Schutzengel, Begleiter. Ich sage, ich hänge kurz rein, ich gehe gerade in Resonanz. Ich weiß, es ist ja so, wenn ich
mit den Menschen begegne am anderen Tag, das ist weg, ich weiß nicht mehr, was war, ich weiß es nicht mehr. Und ging ich gerade wieder in Resonanz, was ich bei dir wahrgenommen habe, Chiara, es war wunderschön, es war ein Wolf am Anfang, der mit knisternden Zähnen sich zeigen wollte, versteht ihr? Ein Wolf, das ist ihre Energie, die ist wunderbar, aber sie wurde wie falsch eingesetzt. Es war ein Wolf mit knisternden Zähnen. Und wir haben jetzt ich habe nur der Schöpfung einen Auftrag gegeben, umwandeln. In die Energie, die für sie in göttlicher Ordnung ist, die es richtig ist. Und jetzt ist immer noch dieser Wolf da, aber es ist jetzt ein sanfter. Und ein sanfter Wolf, der kann nicht böse sein. Steht ihr? Und der Wolf, das heißt, der Wolf hat verkörpert in mir, ich bekomme dann Informationen, was will dir das sagen? Oder was will das ihr sagen? Was will Chiara, was will ihr das sagen? Und das war, dieser Wolf will sagen, du kannst dich zeigen, stark, als Wolf. Die Menschen haben einen gewissen Respekt vor dir, aber du brauchst nicht mehr die Zähne knirschen. Du kannst einfach sanft sein, kannst sogar auf die Menschen dann zugehen und dann werden die Menschen dich dann streichen können und dich anfassen können. Aber am Anfang ist ihre Energie so, dass nicht jeder kann zu mir kommen. Ist doch schön, versteht ihr? Das habe ich so wahrgenommen. Weil sie hat die Wolfszene und dass ich den Wolf gesehen habe, ich meine, ich wusste nichts von diesem Wolf. Ich habe diesen, der kam. Er kam und sie hat dann ging in Resonanz und interessant ist, ihr Name ist zufällig Wolf. Genau, versteht ihr? Die Schöpfung, nicht ich wusste das alles nicht, bevor ich ihr begegnet bin. Die Schöpfung, göttliche Kraft, gibt mir Informationen, die wissen alles. Und das ist geschehen. Also jetzt ist aus Chiara immer noch der Wolfsenergie drin. Diese Energie, sie ist stark, sie kann auf gewisse Menschen gehen einen Schritt zurück, weil die merken, wow, das ist die Energie. Sie hat eine ganz starke, wunderbare Energie und jetzt wird diese Energie ganz sanft eingesetzt. Steht ihr? Und wenn das, jetzt wird sich das in ihren Zellen auch, jetzt wird sich jetzt stabilisieren, kann ich jetzt dir eins zu eins sagen, und sie wird Stück um Stück ruhiger und ruhiger. Am Anfang kann es sein, dass noch kommt, der Wolf kurz noch knippt, aber der ist harmlos, versteht ihr? Aber dass er sich noch mal kurz bellt oder sich kurz zeigt. Aber nachher kann er. Der Wolf bleibt, aber er ist sanft. Das ist die Botschaft. Wow. Ja, ich Hey. hatte auch so eine Und Situation. Ich hatte so eine Situation, weil ich ich zeige müsste, dann ja. die Grenzen auf. Wenn Genau. jemand sich unfairerweise mir gegenüber sich Okay. verhält oder Genau. respektlos ist in meinen Genau. Augen, weil ich super sensibel bin, und dann drehe ich den Spiegel um und dann gehe ich genau auf diese Frequenz, die ich empfange von dem anderen, gehe ich drauf ein ja, dann ist es sehr interessant zu sehen, dass ich dann angeblich total übertreibe. Und aber das so empfange ich das und dann verstehen das dann die Menschen. Und dann danach bin ich gleich wieder in dieser, also es ist wahnsinnig viel passiert. Ich habe ein relativ hohes, offenes, weiß ich nicht, wie man es nennen soll. Und er hat mir Offener göttlichen, Kanal. ja, er hat mir Schutz, er hat mir wie einen Schutzhut geschenkt. Auch und ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sonst. Und er hat mir auch Schwere genommen, weil ich halt wirklich wahnsinnig viel erlebt habe in meinem Leben. Und er hat mir auch Sachen erzählt, die er gar nicht hätte vielleicht wissen können, aber durchs Fühlen, durchs Berühren, es war nicht immer direkt am Körper, sondern einfach mal, ja, es ist so wie so körperscanmäßig oder Matrixen, keine Ahnung, wie man dazu sagt. Man scannt halt einfach und das spürt man. Also ich merke es bis jetzt, er hat eine wahnsinnige, krasse Das Energie. neben dir. Ja. Das ist schon so. Und wir sind uns übrigens auch sau ähnlich, haben wir mitbekommen. Also von den Charaktereigenzügen, so dieses Hibblige und auch dieses Luftige, da hast du auch was ganz Schönes gesagt, dass ich leider oft viel zu stark in der Luft hänge Okay. und wie so. Ja, wie so ein, also als würde ich gar nicht auf der Erde sein wollen, aber eigentlich bin ich ja hier auf der Erde, weil ihr seht ja meinen Körper und so. Und wenn ich in meine Erdung komme, dass ich dann meine Sachen umsetzen kann und dann auch in die Fülle komme. Und das fand ich sehr spannend und es fängt wirklich an, bewusstes Atmen und dann bin ich sofort in so eine ganz. Also es hat sich wirklich, ja, also. Jetzt Sie schauen mich von an. Freitag bis heute, das ist jetzt das Wochenende. Wie ihr seht, ich habe meinen YouTube-Kanal jetzt wieder eröffnet
Und ich habe jetzt so viele Imprints und Sachen reinbekommen. Ich habe mit anderen YouTubern, die ich schaue, war ich bei denen in Visionen daheim und habe angefangen, Sachen zu malen und weiß ich nicht was. Und ich habe so viele Ideen jetzt, Videothemen und so weiter und so fort. Also ich könnte explodieren. Das ist wieder so halt wie ein Regenbogen. Und ja, und das nur nach einer Sitzung. Nach einer Sitzung, Leute, wirklich. Und aus dem Grund, wisst ihr, was ich gemacht habe? Nach der Sitzung habe ich, nach dem Wochenende habe ich zu Hans-Peter gemeint, du Hans-Peter, ich bin jetzt bereit, meinen YouTube-Kanal wieder zu eröffnen und ich möchte unbedingt dich verbreiten, dass die Leute dich kennenlernen, auch auf meiner Seite, also von den Leuten, die ich vielleicht anspreche. Und ich finde das wirklich was Wunderschönes, was du machst. Und hey, vielleicht hilft oder fixt es euch auch an. So, sehr schön. Ja, also Hans-Peter oder auch Engelhard. Genau, noch kurz, ich will noch kurz sagen, für die Menschen, die mich noch nicht kennen, bei mir kommt immer so ein Lachen. Und das ist auch schön, dieses Lachen kann ich euch nicht zeigen, wie es geht. Das kann ich nicht stören, das kommt vom inneren Kind. Ich habe so viel, wenn jemand in Heilung kommt, muss ich lachen. Ich spüre Heilung. Also gerade die Worte, die sie jetzt, alles was sie jetzt sagt, es geschieht nochmals Heilung. Spannend. Das ist meine Wahrnehmung, meine Wahrheit. Ich bekomme so viele Informationen. Ich kann die auch gut, mittlerweile gut sortieren und gut, wirklich, weil ich bekam am Anfang nach meiner Teil, ich hatte eine Teilerlöschung, bekam ich so viele Informationen und heute kann ich die ganz gut ordnen und nach außen bringen, was ich wahrnehme. Genau. Also nochmals, dieses Lachen ist das Sinn erkennt. Das wünsche ich jedem Menschen, dass ihr das auch mal lebt. Genau. Was war da noch? Ja, ich würde dir gerne noch drei Fragen stellen. Und zwar, wo siehst du dich? Wo ich mich sehe? Mhm. Also es kommen Menschen auf mich zu, die sagen, hey, du bist ein großes Medium, du bist ein Lichtarbeiter, du bist das. Und wenn mich jemand fragt, wo ich mich sehe, sage ich nur das. Ich sage das, was mir Gott gesagt hat mit seinen Worten. Und er hat gesagt, du bist auserwählt, um die Schlafenden zu wecken. Das ist deine Botschaft. Du bist da auf dieser Welt, um die Schlafenden wecken. Das ist dein Auftrag. Versteht ihr? Das von da. Und die Schlafenden, was versteht man darunter? Das heißt, die Menschen zu wecken, dass sie in ihre Kraft, die schon in euch ist, diese wieder zu aktivieren, dass ihr stark werdet, stark vom Sinn, ihr werdet aufrecht, ihr werdet euch selber wieder spüren und dass ihr dann auch das Vertrauen habt, es gibt mehr auf dieser Welt. Es gibt mehr, als was wir nur sehen. Das ist das, diese starke Kraft, dass ihr dahin wieder kommt. Ob ihr diese Kraft Gott sagt, Universum oder Energie, ist völlig egal. Wenn ihr schon, ich sag mal was Schönes, wenn ihr schon nur bei euch selber angekommen seid, euch liebt, dann liebt ihr euch, dann seid ihr seid ja ein schöpferisches Wesen, dann liebt ihr die Schöpfung. Ihr seid ein schöpferisches Wesen, sind wir alle. Steht. Jetzt hast du alles in einem erzählt. Hast du noch mehr? Ja, ich hatte eigentlich noch, wen du erreichen möchtest. Das hast du. Aber wenn ich erreichen möchte, genau die alle, also die ganze Welt möchte ich am liebsten umarmen, erreichen. Und möchte, ich bin ja auch, also ich hatte die Begegnung auch mit der Maria-Energie, genau, heilige Maria-Energie. Und ich möchte auf dieser Welt so viel Frieden verbreiten, wie es nur geht. Und ich habe das ganze Leben von Licht und Liebe und von Energie gesprochen. Und ich möchte Frieden. Ich habe immer dieses Herz. Frieden, ja, Frieden, das ist jetzt die Welt. Dass die Frieden dann so wie dieses Herz leuchtet. Dass die Welt ein Herz ist. Versteht ihr? Dass die Welt von der Energie ein Herz ist. Das möchte ich tun. Ich weiß, sind ja viele andere auch unterwegs. Und ich gebe einfach das rein, was ich kann. Das ist das. Und wenn das die Menschen empfangen, dann können wir Polizei, Militär, alles abschaffen auf dieser Welt und wir haben den Frieden. Ich brauche keine Wohnung zuschließen. Alle Menschen sind dann in der Liebe und gehen achtsam, mit liebevoll miteinander um und alles ist aufgelöst. Und wir haben das Paradies auf Erden. Es ist schon da. Die Schöpfung sagt mir, es ist schon da. Was machen die Menschen da jetzt? Und wir haben die Chance heute jetzt was zu verändern und es kommen immer mehr, wie auch Chiara, ja, sie ist eh gut unterwegs, wunderschön, ganz tolle Energie. Wie gesagt, der Wolf ist zahmer, darum kann es jetzt noch mehr Menschen dann empfangen, weil vom Wolf mit diesen knisterten Zähnen haben die Menschen mehr Respekt, versteht ihr? Das ist das, ich weiß, jetzt komme ich so eine kraftvolle Energie rein, aber das ist die Realität, das ist meine Wahrheit und die Menschen,
Das ist das, was jeder möchte. Er möchte in Liebe ein wunderschönes, ich sage immer das Wort, meine Message, das Leben soll wunderschön sein. Versteht ihr? Das ist meine Message an die Menschen. Das ist auch auf meiner Homepage. Das ist dieser wie ein Segen, den ich mache über die Welt. Das Leben ist wunderschön. Und dann habt ihr ein wunderschönes Leben. Und ihr lebt in Liebe. Und zieht diese Menschen an, zieht diese Situationen an, zieht dieses Leben an, das ihr verdient habt, weil ihr seid wunderbare, schöpfliche Wesen. Versteht ihr? Genau. So, das war das. Das Herz wird immer wärmer da. Ich weiß, es wird das Herz aufgeladen. Genau. Ja, und meine dritte Frage war eigentlich, wie du arbeitest. Aber das haben wir ja auch. Also jetzt ist es schön, wie ich arbeite. Also erstens mal das Wort Arbeit löschen. Ich mache, wie wirklich, ich mache nichts anderes. Ich bin eigentlich viel verbunden. Ich kann aber auch ausschalten, versteht ihr? Sonst nehme ich zu viel wahr auf dieser Welt. Ich kann ausklingen, das ist wichtig, dann komme ich zur Ruhe. Aber wenn ich einklinke, arbeite ich so, dass ich einfach mit meiner Energie die Schöpfung wirken lasse und die Schöpfung bringt mir Informationen, bringt mir zum Beispiel ein Bild von diesem Menschen, sein Hauptthema, und dann macht die Schöpfung, dann nehme ich dieses Bild und dann lasse ich einfach wie ein Film laufen, das gebe ich den Auftrag der Schöpfung um Heilung und dann löst sie dieses Bild auf, mir dieser Wolf, der dann da war, knistert und dann hat der, auf einmal wurde der ganz zahm. Und mit diesem Bild kann ich auch dem anderen gegenüber sagen, habe ich Chiara gesagt, dieser Wolf. Und sie spürt dann das, sie sieht das. Und auch wenn ich es nicht sagen würde, die Energien fließen und dann geht es ins Feld rein von ihr, es geht in ihr Herz rein, in ihr Körper, einmal ganz, ganz warm, geht in ihr Körper rein und dann kann es, dann wird es im Außen Realität. Das heißt im Außen von innen her und dann wird sie stärker, stärker in ihrer Liebe. Das tue ich. Also ich kann die Liebe wie transportieren, kann es dann auch, ich verankere es dann auch über das dritte Auge, kann ich dann das bei den Menschen verankern. Was noch wichtig ist, dass dieses wertvolle Geschenk, das sie bekommen von der Schöpfung, dass sie das auch dann behalten können. Und genau, da mache ich noch einen Schutz, einen energetischen Schutz, dass einfach das, was nicht gut ist, für die Menschen nicht mehr reinkommt. Also ich mache, das war jetzt nur ein Ausschnitt. Bei mir kommen Menschen mit allen möglichen Problemen. Und was ganz Schönes, ich habe es heute einem neuen, es war jemand bei mir, habe ich eine Sitzung gemacht, ihm habe ich es gesagt, hatte so gesagt, ja, wie ich so wirke und was so geschehen ist. Und habe ich gesagt, ich habe jetzt, es waren im Moment, sind es drei junge Frauen und eine Frau, die ist 72 und die Menschen wollten ab dem Leben gehen, sich das Leben nehmen und die leben heute noch. Und ich konnte diesen Menschen nur mit Energie übertragen, wie die diese Kraft geben, dass sie leben und da kommt so, versteht ihr, und dann kommt von mir so viel Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber, was sie alles bewirkt. Ich bin ja nur, nicht nur, ich bin schon, weil sind die alle wertvoll, ich bin der Kanal und die Schöpfung greift ein. Das ist es. Das ist es. Es mag jetzt, gut, die Menschen, die jetzt das schauen, sind, glaube ich, schon offen, oder? Die verstehen, was ich meine Worte. Aber ich kann nur sagen, was meine Wahrheit ist, ja, genau. Und es ist tatsächlich so, er spricht es ja nicht nur aus, sondern es ist so, weil ich habe es selbst erfahren. Alles, was er jetzt sagt, habe ich erfahren. Leute, ja. Ihr wisst nicht, mein Leben hat sich jetzt komplett gewandelt. Ich weiß, ich habe noch einige Themen bei mir, aber jetzt hat er so viel, also innerhalb von diesen kurzen Zeit ist jetzt so viel passiert und jetzt kann ich mit dem erstmal arbeiten. Ihr werdet es selber live erfahren. Mit mir, mit anderen vielleicht auch, keine Ahnung, wir werden es sehen, wir lassen es auf uns zukommen. Was ich einfach nur an Hans-Peter, wenn ich an Hans-Peter denke, dann ist es einfach nur, also himmlisch und leicht, bedingungslos, achtsam, voller Hingabe, Liebe und Wunder, wunderschön. Es ist so süß. Also ich finde es wirklich so herzig. Es ist wirklich, er sagt es, ich habe auch eine Meditation bekommen, die höre ich mir jetzt täglich morgens an. Oder wenn ich vielleicht mal aus meiner Mitte falle oder im Ego und Verstand nochmal bin, dann würde ich die Meditation auch anhören, das weiß ich. Und es ist, also ja, ich bin durch den Unfall schon wie neu, aber jetzt, es geht jetzt so rasant halt, ne? Man gibt eine Sache ab und dann
Ja, also Okay. die Resonanz ist wahnsinnig schnell jetzt, wirklich. Und es geht, ja, Leute, ich kann es immer nur wieder sagen. Also wenn, also ich möchte euch noch den Flyer von Hans-Peter mal zeigen. Das ist jetzt spiegelverkehrt, aber naja, so ist es halt mit Handy und so, ne, wenn man keine Ahnung hat. Okay, ist okay, genau. Ja, wo du vom dritten Auge gerade erzählt hast, war übrigens die 33 da. Das fand ich sehr interessant. Auch die Zahlen noch heute Ja, die da. Zahlen. Wir haben uns übrigens am 17.07. gesehen und das ist Das sind meine deine Zahl. Glückszahlen, oder? Ja. 7 und 17 meine Glückszahlen. Sind zwar nur Zahlen, nein, ist auch Energie. Immer begleitet mich diese 7, 17. So spannend, das ist ja, einfach wunderschön. Und wir hatten mal ein, bei mir war noch so, es kam noch eine Zahl 4 zum Thema Zahlen, ganz kurz. Die Zahl 4, bevor ich diese Erleuchtung hatte, die Begegnung mit der Schöpfung, da bekam ich immer die Zahl im 4, es kam im 3, 4. Und dann ging ich ins Google und die erste Botschaft, die war, heißt, war, hat geheißen, die Engel führen sich zu was ganz Großem. Und dann ist es geschehen. Kurz darauf kam diese Erleuchtung. Und das kann man nicht stören. Die Menschen sagen, ich möchte auch eine Erleuchtung, ich möchte das. Kann man nicht stören, das kommt. Wenn man so weit ist und jeder kann dorthin, wenn ihr nur euch selber, wie gesagt, euch selber lebt und das, jeder ist ja für, hat ja seine eigene Berufung, ist ja für etwas anderes auf dieser Welt und die Schöpfung macht ja nach meiner Wahrnehmung keine Fehler. Der weiß genau, der macht das, Chiara ist für das. Chiara, bei ihr spüre ich auch künstlerisches Flair, ich spüre auch sehr viel Kreativität in ihrer Seele und die möchte, und eine Seele, die sehr viel tun will. Und was einfach, was ich dir sage, was Persönliches, ist einfach deine Energie, deine vielen, vielen Ideen, dass du das fokussierst, mal die wichtigsten rausnimmst und dann kann es geschehen. Und dann kam das Stück um Stück, weil sie hat so viel, sie ist so, bah, so viel, sie hat so viel schöne, wunderbare Ideen und Gedanken und will es auch umsetzen und gewisse wirst du umsetzen. Und wie gesagt, das war jetzt ein Aus. Hast du noch was, eine Frage? Nee. Ich denke, das Video ist Es jetzt geht von der jetzt, Länge das will, her ja, wir gehen jetzt genug, in. Ich bin übrigens die 33 und genau die Zahlen noch, genau. da steht das mit Christuslicht. Meisterzahl. Keine Ahnung, die 33 ist immer da. Auf der Uhr, überall. Wo Das ist wohnst du? in der 3. Genau. Ich Wunderschön. hatte drei Wohnungen mit einer 3 und die erste Wohnung Ja. habe ich am 3.3. mir angeschaut und die dritte Wohnung habe ich genommen. Mit der 3. Also es gibt keine Zufälle, es soll alles, es, ja, wir sind Genau. geleitet, geführt, Urvertrauen kommt immer mehr zu mir und ja, Hans-Peter, ich bedanke Hey, mich ja, dich. Ich bei dir. vom ganzen Herzen. Ah, so schön. Vielleicht sieht man sich auch wieder, Genau. wir werden, also keine Ahnung, es ist jetzt, für mich ist er engelhart und ja, wir haben uns lieb, wir haben euch lieb und Ja. wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Bis ganz bald. Ich werde seinen Kanal und auch seine Webseite alles verlinken. Es wird auch auf seinen Kanal alles kommen und ja, alles Weitere werdet ihr wahrscheinlich lesen können. Und wenn ihr Fragen habt, einfach bei den Kommentaren fragen. Wenn ihr das toll Genau. fandet, das Video oder so, ne, dann sehr gerne auch einen Daumen nach oben und ja, Zwei. genau, zwei. Genau. Ja. Genau. Wunderschön. Hey, macht's gut, ihr Lieben. Und schön, euch auch mal kennenzulernen zu dürfen über diesen Kanal. Und ihr könnt, habt ihr mir, viele haben mich wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal gesehen. Die könnt dann auch schauen, ein anderes Video, das ich hatte, habe etwa 40 gemacht. Nochmals wunderschön, von meiner Seite auch. Also und lieben Dank, ja. Genau. Hey, wow. Also macht's gut. Hey. Tschüss. 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 Tschüss.